Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. Auf die letzten Meter wird es hier nochmal richtig anstrengend. Ständig will mich irgendjemand filzen, machen und tun. Warte mal. Ja, Heinrich. Mal kurz die Tür hinter dir zu. Ständig werde ich irgendwie gefilzt und meinem ganzen Kram sozusagen... Überrascht. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Ach, Junge, stell dich nicht so an. Du würdest auch kein Gelübde ablegen, wenn du ich wärst. Wo bist du? Halt! Wo bist du? Ja. So. Wie ging das denn? Ja, das vielleicht nicht. Satteltaschen, Satteltaschen. Gucken, ob das gut geht, was ich hier gerade mache. Warte hier, wir müssen die Flucht richtig vorbereiten. Ah, Mann, 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 Mann. Ja, ich missachte meinen Tagesplan, ich weiß. Doch keinen Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen Bruder, sondern verfällt der Strafe. Bei mir du wurdest wohl gesehen, wo du nicht hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Ich muss alles konfiszieren, das in einem Kloster nichts zu suchen hat. Ja, Mexiko, Finger im Po. Ich weiß schon, worauf du Bock hast, du. Scheiße, hoffentlich kommen wir hier rechtzeitig raus. Schöner Mist. Oh, fuck. Shitty. Oh, warum ist denn das jetzt zum Schluss so schwierig? Och, Mann. Tja, wahrscheinlich ist Antonius schon so clever und weiß, dass wir ein kleines Problem haben. Oder ist die Quest damit gescheitert? Leg dich schlafen. Wo bin ich denn hier überhaupt? Warte mal, da. Gut, wir sprechen mit Antonius. Wir verschieben das Ganze. Nee, das ist Lukas. Lukas, beweg dich mal einen Schritt schneller.
Witcher. Salve Domine. Was wünschst du, Bruder Gregor? Okay, das scheint immer noch zu laufen. Dann scheint er es gerafft zu haben, dass wir das Ganze um einen Tag verschieben müssen. Ich versuche jetzt einfach mal auf den letzten Meter nicht alles falsch zu machen. Klosterleben ist nichts für mich. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und Salve, sich bessert. Gottlob. Die Regula Benedicti, Kapitel 2. Der Abt. Wer also den Namen Abt annimmt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und Einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. In seinem... ...darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst wird... ...verworfen werden. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen... Ach, Jemine... Und auch dieses, schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. So, gelobt sei Jesus Christus. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue zwei Bockbluttränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Na klar, das machen wir doch gerne. So. So, wahrscheinlich habe ich es jetzt schon dreimal überblättert, weil es auf Englisch dort steht.
Das müsste es doch sein, oder? Ah, Gregor, reden wir. Ich habe alles erledigt. Jawohl, zeig ja. mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Nee, tut mir leid. Das wird wohl nicht klappen. Ich habe andere Pläne. So, dann bin ich mal gespannt, was... Pius da eigentlich vorhat. Wie lang geht denn diese blöde Abendmesse eigentlich? Bruder. Bruder Cyrillus erwähnte, dass du deine Pergamente nicht im Skriptorium abgegeben hast. Gefällt dir Bücher abschreiben etwa nicht? Drückst du dich vor deinen Verpflichtungen? Ach, scheiße. Komm schon, Bruder. Wir sind doch Freunde. Du würdest deinen Freund wegen so etwas doch nicht maßregeln. Nun gut. Dieses Mal vergebe ich dir. Aber nächstes Mal wirst du wie jeder andere bestraft. Oh Mann, Kacke. Wieso muss das jetzt beim letzten Mal so schwierig werden? So, und tschüss, du Drecksack. So, Suffkopf. Mann, so. Salve, Gottlob. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Aha. Yeah.
Mal wieder ein Stiefel, okay. Ich mit ihm jetzt eigentlich noch reden? Was bedrückt dich? Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Nein, ich wollte die Tür bitte von außen schließen. Oh, Heinrich, jedes Mal. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Sag mal, Heinrich, es kann doch jetzt nicht sein, dass du da jetzt nicht mehr hochkommst, oder? Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Na komm. War mir eine Freude. Ich tat, was nötig war, und niemand musste sterben. Was hast du jetzt vor? Tja, mich aus dem Staub machen. Das erstbeste Pferd stehlen und bis zum Morgengrauen durchreiten, bis ich weit, weit weg von hier bin. Aber nicht meins erwischen, ich hatte überlegt... Hier, nimm diesen Würfel und sag diesen miesen Halsabschneidern, ich hätte ihn bei mir gehabt. Sollte sie überzeugen. Besonders, wenn sie von dem Tumult erfahren, sobald die Brüder unser Verschwinden bemerken. Dein Glückswürfel... Könnte man so sagen. Ich hoffe, er bringt dir mehr Glück als mir. Vielen Dank. Danke, dass du mich leben lässt. Bruder Gregor. Ich heiße Heinrich. Also gut. Bruder Heinrich. Möge Gott dich schützen. Dir deine Sachen zurück. Was habe ich denn da verpeilt? Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich sowieso im Pferd gelassen. So, dann hauen wir uns jetzt hier durch. Tja, ich meine, den Schrank haben wir ja schon lange vorher aufgeschlossen. So, wir machen uns jetzt erst einmal aus dem Staub. Ups, Entschuldigung, Johanka. Entschuldigung, Entschuldigung. Gerade noch mal ins Pferd.
Bin ich da schon halbnackt hingeritten? Ist das richtig? So, ja, wie gesagt, ich denke, wenn wir mit den anderen Kriminellen da rummachen. Ja, Waffen bräuchten wir vielleicht auch noch. Dann machen wir uns jetzt in der Tat auf zu den Sümpfen. Hier überhaupt mein Questmarker. Dort oben müssen wir hin, okay. Ja. So, dann begeben wir uns dann mal in Richtung des Treffpunktes. Letztendlich das eigentliche Treffen, das machen wir dann beim nächsten Mal, weil ich glaube, auch das wird jetzt noch mal ein bisschen umfänglicher. So, dann werde ich mich hier mit dem Blick auf das Kloster von euch verabschieden. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch, eure Anouk. Gerne kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Ich freue mich riesig darüber, das ist die größte Unterstützung im Augenblick für mich. Ich freue mich immer von euch zu lesen und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Bis dann, eure Anouk. Tschüss.